Heute möchte ich euch zeigen, wie mein White Journal geworden ist und ein kleines Flipthrough mit euch machen. Ich habe im Rahmen der Bastelhütte dieses Journal erstellt und ich habe so ein paar neue Sachen ausprobiert und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei beim Schauen des Videos und haltet durch, es ist ein bisschen dicker diesmal. Zuerst schauen wir uns mal das Cover von außen an. Ich habe hier vorne Metall-Embellishments benutzt, beziehungsweise Metallschild. Dann habe ich mit Fake-Leder gearbeitet diesmal, habe ich eine andere Mischung genommen. Ich erzähle euch gerne dazu, dass das erstmal nicht so geklappt hat, wie ich gedacht habe oder wie ich es erwartet habe. Ich habe das Cover komplett selbst erstellt aus dicker Pappe, habe die dann zurechtgebogen und dann mit diesem Fake-Leder umwickelt. Mittlerweile ist es recht gut geworden. Entschuldigung, dass es so bimmelt und wenn es im Hintergrund ein bisschen prasselt, ist es richtiges Oktoberwetter bei uns. Und ja, grau in grau, ne? Was soll ich dazu sagen? Auf jeden Fall, dieses Fake-Leder habe ich diesmal, also ich habe normales Papier genommen, diesmal eine 50-50-Mischung gemacht, sonst nehme ich immer 5:1 und zwar Glycerin mit Wasser. Diesmal ist es halt sehr, sehr lange nicht getrocknet und sehr ledrig geblieben. Ich glaube, das ist vielleicht nicht ganz so gut zum Cover erstellen. Ich glaube, ich werde wieder auf mein altes Mischungsverhältnis zurückgehen. Dann ist es zwar ein bisschen brüchiger, aber ja, es ist nicht so feucht. Es fasst sich nicht so feucht an. Im Anschluss habe ich das mit einem matten Lack dann auch noch lackiert. Ihr seht, es ist ganz gut geworden. Mir gefällt es letztendlich. Hier habe ich das mit Stoff überzogen, das Cover. Ecken haben wir auch. Dann habe ich eine Schließe genommen aus Fake-Leder, aus einem unechten Leder, nicht aus Fake-Leder, aus Papier, sondern einem Leder, was ich mal bei Action gekauft habe, ein Kunstleder, mit einer Schließe verschlossen, sodass das noch wachsen kann. Ich habe ja noch nicht im Journal gejournalt. Deswegen ist es wichtig, dass man das auch noch dicker werden lassen kann. Es wird ziemlich dick werden, gehe ich mal von aus, wenn ich wirklich was einklebe, Fotos und so weiter und so fort. Aber ihr seht, da ist auch noch ordentlich Spielraum für da. So, jetzt machen wir es mal auf. So, das ist die erste Seite. Bevor ich euch erzähle, um was es alles geht und was ich alles benutzt habe, packe ich aber erstmal hier ein bisschen die Blätter zur Seite. Die möchte ich nämlich später noch pressen. Ich habe die ersten beiden Seiten jetzt nochmal aufgeschlagen, nachdem ich hier aufgeräumt habe. Und ihr seht zuerst direkt hier schon erste Seiten vom Woodland Journal Kit oder so ähnlich heißt das, von Digital Collage. Und das habe ich selber ausgedruckt dann. Hier habe ich Spitze gesetzt, genauso wie auf der letzten Seite. So, die letzte Seite ist auch aus dem Kit. Ich habe viel aus Büchern ausgeschnitten. Das hier ist extra dafür gedacht, dass man zum Journalen, ich schlage mal weiter auf, unter die Seiten, die man beschreibt, das drunter legt, um stempeln und schreiben zu können besser. Und was ich ganz schön fand, ist dieses Metall-Lineal, das gab es zu kaufen. Da habe ich dann mit Glossy Accents hier oben dann ein Cabochon aufgesetzt auf ein Designpapier, ein schönes Papier mit Pilzmotiven, das ich hier auch viel verwendet habe. Hier sind Washis dann aufgeklebt und ich glaube, das war ein Tim Holtz Stempel. Diverse habe ich benutzt natürlich in dem Buch, ganz, ganz viele verschiedene. Hier hinten kommt das dann immer rein. Das hält auch ganz gut, ohne dass es befestigt ist, wenn das Journal zu ist. So, und dann blättern wir mal weiter durch. Ja, eine Flower Fairy habe ich natürlich vorne hier wieder drin. Die muss immer rein. Das habe ich dann alles verziert. Natürlich passte das jetzt zum Thema Herbst oder Wald oder ja, überhaupt sehr gut. Dann habe ich einige meiner Tags hier drin immer mal wieder mit gepressten Pflanzen. Und das war aus dem Kit. Hier, das habe ich aus einem anderen Set ausgeschnitten. Ganz viele dieser Labels. Das war ein Buchcover. Das war, glaube ich, ganz viele Freebies von Artie Mays und Nick the Booksmith habe ich hier drin verwendet. Das war aus einem alten Buch hier. Das habe ich dann ausgeschnitten und daraus eine Tasche gemacht. Dann, das war auch ein Freebie von Artie Mays. Und das hier, glaube ich, auch hier drin. Ne, diese Karten kann man immer beschreiben. Das ist alles zum Journalen. Alte Buchseiten aus einem Naturbuch habe ich eingefügt. Aus verschiedenen Naturbüchern. Das kann man dann halt immer so aufklappen. Ja, manche Seiten habe ich so gelassen. Das wird beim Journal natürlich auch noch verändert. Dann habe ich hier so kleine Täschchen gemacht. Das war auch teilweise, waren das Vorlagen aus diesem Woodland Journal Kit.
So, dann habe ich hier ein laminiertes Pflänzchen von mir eingesetzt. Kann man die rausziehen hier. Die Pilzbilder waren auch in dem Kit dabei. Kann man hier wieder einfügen. Vorsichtig, das Flipsrew wird wirklich lang. Ihr könnt ja ein bisschen spulen, wenn ihr nicht alles sehen möchtet. Aber ich glaube, dass das sich auch lohnt, mal voll hinzugucken. Das nebenbei mal laufen zu lassen und sich Ideen einfach zu holen. Hier habe ich Glanzbilder benutzt, so Oplaten, so alte. Die habe ich dann noch ein bisschen abgemattet sozusagen, also matt gemacht mit klarem Gesso betupft. Genau wie hier. Dann habe ich einige Seiten von diesem Woodland Kit auf Vellum, also beziehungsweise auf Transparentpapier aufgedruckt. Das ist eine Edith Holden Page. Also eine Seite aus einem alten Buch. Dann habe ich viel gestempelt. Ich glaube, das waren auch Tim Holtz Stempel. Oder? Nein, gar nicht, war von der SU. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, das war auch aus dem Tim Holtz Pack, Ephemera Pack. So, das war aus dem Kit. Ich habe auch vieles zerrissen. Die Seiten, die kommen nicht so aus dem Drucker. Hier habe ich auch wieder selbstgepresste Blumen eingefügt mit einem Pilz. Das kann man dann auch aufklappen, dahinter journalen. Das war auch aus Designpapier, Washis habe ich verwendet, Bücher, ne? Die Pizza habe ich aus so einem alten Pilzbuch. Das war wieder vom Kit eine Tasche und auch das Bild, da habe ich dann Tabs zu ausgestanzt. Musikpapiere habe ich benutzt, Notenseiten. Dann, das habe ich auch mit Glossy Accents, also das hatte ich bestellt, das ist Metall in Bronze. Dann habe ich wieder mit Glossy Accents hier in der Mitte diese Pilze eingefügt. Wieder Vellum. Wie gesagt, was mir nicht gefallen hat, hier ist auch so ein Täschchen oben, da kann ich noch was reinpacken. Was mir nicht gefallen hat an dem Kit, habe ich dann überklebt. Tabs und Tags und Umschläge habe ich verwendet, teilweise fertig, dann habe ich die noch kollagiert vorne. Dann habe ich Bordüren gestempelt, das war aber jetzt ein SU-Set. Ein altes, dann immer mal wieder halt diese Tim Holtz Ephemeras. Dann habe ich ganz viele Tags gemacht, kann man dann auch meistens rausnehmen und hinten drauf journalen, einzelne Talkspots überall und dann wirklich so viel machen kann, Bordüren gestempelt wieder. Das war auch im Kit dabei. Auch wieder ein Umschlag, den man öffnen kann. Washi, Platten, alte kleine Buchseiten aus Naturführern. Dann hier habe ich ein kleines Eichhörnchen gestempelt. Dann habe ich alte Briefkaffee gefärbte Briefumschläge verwendet. Und Tags für gemacht, auch auf den Wald abgestimmt. Finde ich schön, dass man das hier durch noch so sieht. Wie gesagt, hier hinter kann man dann auch noch ein Foto aufkleben. Ich habe total schöne Pilzfotos gemacht aus dem Bayerischen Wald. Muss ich auch mal ausdrucken. Vielleicht nehme ich euch da sogar mit für die erste Journal-Seiten. Die sind ja noch nicht gestaltet. Edith Holden wieder. Teilweise die Buchseiten zerschnitten. Ein altes Naturbuch hier. Die Seite habe ich daraus und dann ja, Stempelchen hier. Ich bin mir nicht sicher, ob das Stemperia oder Tim Holtz war. Ich glaube Stemperia. Wieder Buchseiten hinterher gestempelt. Ein Tag, auf dem man journalen kann. Die Eule. Das war auch ein Freebie hier. Die Rückseite, ich glaube, von Nick the Booksmith diesmal. Immer Artie Mays oder Nick the Booksmith. Da drucke ich viel von aus für meine Journal. Eule, Oplate mit einem Spitzendeckchen im Hintergrund. Wieder mein gepresstes Blümchen aus. Das erinnert mich noch ein bisschen an Sommer, aber ich fand das so schön, weil das so ein Farbtupfer hier reingab. Ja, gestempelt, Vellum. So, dann habe ich auch mal so andere. Wie gesagt, dieses Buch war benutzt. Das habe ich auch so gelassen mit den Eintragungen. Hier dieses Notenbuch, das fand ich cool. Kann man das so aufklappen. Dann versteckt sich ein Reh hinter den gepressten Blumen zum Journalen hinten. Hier eine Tasche. Das war auch eine Edith Holden Page. So, dann
hier wieder einen Umschlag, den habe ich noch ein bisschen kollagiert. Das war, glaube ich, auch ein Freebie. Kann man dann überall natürlich so Briefchen reinpacken. Edison. Ist auf Deutsch übrigens. Da habe ich mir das häufiger schon mal geholt, um das zu verbasteln. Das ist sehr schön. Über den September was geschrieben. Ist ja ein Naturtagebuch. So. Und hier auch wieder Pilze gestempelt und Eulen. Wie gesagt, das Prasseln im Hintergrund, das ist der Oktoberregen hier bei uns. Ich finde das ganz gemütlich eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob man das hört, aber es ist eigentlich schön, hier durchzuflippen mit euch. So, dann wieder Buchseiten zum Thema Wald bzw. Gehölz und ein altes Naturbuch. Schön mit Moosen, ganz viel habe ich hier reingebracht. Dann ist wieder ein Umschlag. Noch was reinpacken. Ich habe noch nicht alles voll, wie gesagt, ich habe auch noch nicht drin gejournalt. Das kommt noch. Alles, was mir, wie gesagt, nicht gefallen hat von den Seiten, habe ich überklebt. Die Ferry, die kleine, hier habe ich mal gelassen. Sonst habe ich die meistens überklebt, aber die fand ich hier ganz niedlich. So, ihr seht, hier habe ich auch immer, wenn ich Spitze angebracht habe, so kleine Metall-Embellishments drangehängt. Die Ohrhelle passt hier sehr gut hin. Taschen für Tags. Und Briefpapier, dass man da auch wirklich mal richtig viel reinbekommt. Und meine Fahntags. Altes Buch, Naturbuch benutzt. Das macht gerade richtig Spaß. So, Vellum. Hier, das fand ich auch ganz niedlich. Habe ich auch ein Unkraut, eigentlich sagt man. Ich finde, Unkraut gibt es nicht. Es gibt nur hübsche Blumen. Habe ich dann gepresst im Sommer. Die kann man dann schön hier sehen und dann ist hier wieder eine kleine Journal-Karte drin. Auch aus dem Set, aus dem Digital Collage Set fürs Journaling. Finde ich super. Und Text gemacht. Immer kann man irgendwas draufschreiben hinten. Das ist, glaube ich, hier von Tim Holz. So eine Eintrittskarte gewesen aus einem Set. Das war mal von Action irgendwas. Das habe ich behalten, weil ich das so gut fand. Postkarten, die man dann komplett nutzen kann für Fotos oder zum Journalen. Pilzstempel. Ich habe immer Waldmoos von der SU benutzt oder halt auch ganz viel, weil das Papier so dünn ist. Hier dann, wie heißen die Farben, ist mal kurz geholt, das sind die Versa Magic. Die drücken sich nämlich nicht durch, wie ihr seht. Die sind wirklich hauchdünn, die Seiten, und trotzdem durch dieses Kalkige bleibt das an der Oberfläche. Verschiedene Farben von verwendet. Wieder Oblaten auf einer Buchseite. Dann November, wieder von Edis Holden. Habe ich Text gemacht. Das war, glaube ich, ein Freebie von Nixe Booksmith. Die Rückseite habe ich ausgedruckt. Da kann man immer auch schön drauf journalen. Ja, gestempelt. Wieder ausgedruckt auf Vellum. Ein Spot, also ein Tab. Nee, Tag, Entschuldigung, mit einem kleinen Tab hier oben. Ich finde das gut, dass man hier dann die Pilze so durchsieht oder die Pflanzen. Eule kann man hinten auch noch drauf journalen. So viel Kaffee, also sehr viel Kaffee gefärbtes Papier ist hier durchgegangen. So, das war, glaube ich, aus einem Set von Stamperia, ein großes Eichhörnchen. Hier habe ich mal Buchseiten auch benutzt. Pilze aufgeklebt aus dem Pilzbuch. Stempelt, Eulchen, kleine Tags und Eintrittskarten. Pilze über Pilze. Also ich habe auch wirklich im Bayerischen Wald und auch hier bei uns im Wald jetzt zurzeit so viele Pilze stehen. Das ist ganz toll. Da habe ich ganz viele Fotos zu gemacht. Die müssen hier unbedingt rein. Vollkommen begeistert im Moment. So, dann habe ich hier auch noch so einen kleinen Umschlag und dann wieder ein Pilz mit Glossy Accents und einem Capuchon drüber. So. Alles geinkt und teilweise distressed. Viel Collagen, aber das Eigentliche kommt ja eigentlich noch, ne? Wenn man es anlegt. Also das ist ja nur angelegt. Ich habe schon viel zu viel da drin gemacht, aber ich war so im Flow und Washi, dass mir das richtig Spaß gemacht hat. Da musst du überall ein Stempelchen hin. Edis Holden.
Da musst du überall irgendetwas hin und ich weiß gar nicht, ob mir das später beim Journal dann noch gefällt auf den Seiten, aber gut, ist jetzt so. Dafür passt es schön thematisch zusammen. Habe ich einen alten Briefumschlag, Kaffeegefärbten genommen, dann ist hier fixiert. Dann hier auch einzelne Seiten zum Journalen drin. Dann mit Tags sozusagen zum Rausziehen. Auf der Rückseite auch. So. Ne? Finde ich ganz nett. Schöne Bilder, wirklich. Es war ein tolles Kit und das, was mir nicht gefallen hat, habe ich halt überklebt. Habe hier auch meine Spitze angebracht. Aus anderen Büchern hier auch noch was ausgeschnitten. Das ist keine Hauskatze, das ist eine wirklich wilde Waldkatze. So, dann wieder ein Embellishment, so Metall, ein Blatt. Und Schilder drauf gesetzt. Man hätte auch noch ganz viel nähen können hier drin, aber ich habe diesmal das Nähen sein gelassen. In der Bastelhütte ging das nicht so einfach. So ein Naturbuch. Auch Ungeziefer gehört zum Wald und Käferchen. Ja, nochmal eine Eule. Kann auch noch drauf journalen. Ja, wir sind jetzt bei der Hälfte angekommen. Gestempelt. Washi. Das Ganze hat nämlich drei Signaturen. Die Bindung zeige ich euch gleich zum Schluss noch. Hier habe ich auch wieder einen Briefumschlag genommen. Hier vorne dann so ein Fensterchen drauf gesetzt. Ich fand das ganz hübsch. So grün, Grünton. Dann kollagiert. Hier kann man noch was reinstecken. Noch ein Papier. Oder irgendwas, was man gesammelt hat. Oh je. War nicht ganz trocken. So, aus dem Buch. Dann hier der Rahmen hatte, den fand ich im Kit nicht so schön. Dann habe ich einen anderen Rahmen da drüber gesetzt. Und hier auch so einzelne Snips. Ich glaube, es war ein Actionpapier, wo so einzelne Teile drauf waren. Das ist ganz schön so. Aus Büchern. Ah nee, wir sind schon bei der dritten Signatur. Merke ich gerade, sorry. Aber ich zeige euch das gleich nochmal von oben. Collagiert. Ja. Ja, mal hier so auch noch zu bekommen zum Journalen. Hier kann ich auch noch was reinstecken. Das habe ich jetzt mal freigelassen. Kann ich noch einen Tag machen, wenn ich möchte. Genau, das ist auch eine Edith Holden Page. Viel Fahnen habe ich gestempelt. Ja, und hier sind halt ganz viele Karten noch. Ich auch beklebt, teilweise auch mit Freebies. Ja, kann man hier so auch an die Seite packen, dann ist das nicht so leer. Und hier wieder meine selbstgemachten Tags, da kann man hinten auch noch Schreibpapier drauf machen. Freebie war das. Hier oben, das finde ich auch ganz gut, wenn das so ein bisschen feucht war und dann hier so gekrinkelt ist. Und ja, die Eule aus dem Buch. Hier haben wir dann wieder Vellum gehabt. Es war auch eine Edith Holden Page, die ich dann als ja, Tag gemacht habe hier. Pitz-Seite. Genau. Habe ich was überschlagen? Nein. Einen Rahmen kann man schön damit stempeln. Mit so Blättern. Ja. Fliegenpilze. Oh Gott, was habe ich für Fotos von Fliegenpilzen gemacht? Die waren echt toll. So. Einzelne Karten. Mal schön beschreiben von hinten. So. Das kann man dann aufmachen hier, dass man auch noch ein bisschen mehr Platz hat. Kann man das auch noch bekleben oder mit Schreibpapier bekleben. Oder sich das einfach nur so anschauen, wenn man es mag. Hier auch noch ein Pocket. Finde ich auch ganz schön. Das grüne Papier war, glaube ich, auch von Action. Ich mache ja keine Werbung für bestimmte Dinge. Ich benutze so viele unterschiedliche Sachen in den Journals. Das ist unglaublich. Das sammelt sich, deswegen bin ich auch so ein Sammler, weil man das irgendwann immer benutzen kann. So ähnliche Pflanzen gab es auch im Wald. Das sind die aber nicht
fand ich trotzdem schön an dieser Stelle. Haben da ein Eichhörnchen, Notenpapier, nochmal ein Tab, Talkspot. So. Und das ist die letzte Seite. Wie gesagt, das ist mein Brett, was ich dann zum Schreiben nutzen kann. Das ist ganz schön. So, und ich mache das jetzt nochmal zu, um euch das von oben zu zeigen. So, das geht so zu. Wie gesagt, da ist noch genug Raum, damit das noch voll werden kann und aufstehen kann weiter. So. Wenn ihr von oben schaut, ich weiß nicht, ob ich das vorhin so gut gezeigt habe, sind das, wie gesagt, drei Signaturen. Ich habe wieder nicht feste Signaturen gemacht, das heißt, ich kann noch einzelne Blätter einfügen. Ich zeige euch das jetzt nicht nochmal, das kennt ihr schon von mir. Ich mag das nicht so sehr, die Seiten zu vernähen, erst wenn alles drin ist. Das habe ich schon mal nachträglich gemacht. Ist aber ein bisschen aufwendig. Eigentlich kann man es auch dann so lassen, wenn es fertig ist. Also wie gesagt, drei Signaturen, innen drin halt gebunden, dass man das von außen nicht sieht. Das ist dieses Fake-Leder halt. Mittlerweile ist es durch die Matte, ja, durch den matten Überzug ein bisschen stabiler geworden und nicht mehr so feucht. Ja, das war mein Wildjournal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, das kleine Flipsroo. Und ja, hier habe ich auch noch mit, ja, fällt mir gerade ein, hier habe ich auch noch die mit Glossy Accents gearbeitet. Das war ein riesen Cabochon, den man da drauf, ja, befestigen konnte. Und das waren hier Actionblätter. So, jetzt aber. Ich wünsche euch heute noch viel Spaß. Bleibt mir gesund. Ich hoffe, das Flipsroo hat euch gefallen. Und beim nächsten Mal seid ihr wieder mit dabei. Ob ich euch dann mitnehme, zum Beispiel, um die ersten Seiten zu gestalten, das weiß ich noch nicht ganz genau. Aber bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Kommentiert bitte fleißig. Ich freue mich über jeden Kommentar. Und bis dann. Tschüss.